Hallo, also wir sind News 42 und durch unser Projekt bekommt ihr Fakten über News, damit wir Fake News entgegenwirken können. Genau, also ich glaube, einige von Ihnen kennen das bestimmt. Wenn man im Internet nach News sucht, gibt es verschiedene Quellen, die ganz verschiedene Fakten haben und eben diese Glaubhaftigkeit und die Objektivität von diesen variiert. Und die Lösung dafür wäre natürlich, viele Seiten zu durchsuchen, also selber und die Fakten zu vergleichen, um die richtigen rauszufiltern. Und damit man das nicht immer selber machen muss, haben wir dafür was programmiert. Genau, bei diesen vielen Quellen, vielen verschiedenen News-Outlets, die wir eben anfragen, besteht halt das Problem, dass die Objektivität nicht immer gegeben ist oder nicht ganz gegeben ist. Und genau, das könnten zum Beispiel, die Artikel könnten emotional behaftet sein oder sogar falsche Informationen enthalten, wenn auch nur klein. Besonders wenn ein Event sehr jung ist, kursieren natürlich auch verschiedene Informationen meistens. Genau, und um das gegenzuchecken, müssen wir eben dem Computer beibringen, dass der Sprache oder menschliche Sprache, die in Artikeln benutzt werden, richtig versteht. Und das macht man eben mit NLP und das wird euch dann später erklärt. Genau, wir haben viele Quellen deswegen auf Objektivität und Emotionalität geprüft und dann klare Fakten herauskristallisiert. So, wir kommen jetzt zu den magischen Algorithmen und meinem passenden T-Shirt. diese magischen Algorithmen, die wir benutzt haben, tun nämlich witzigen Kram. Wir haben Spacy mit Keras und einem TensorFlow-Backend verwendet. Das ist also am Ende eine künstliche Intelligenz mit einem LSTM Neural Network, welches einem pre-trained English Dataset hat, welches bereits Word Vectors enthält. Wir haben das Model dann selbst noch ein bisschen weiter trainiert. Wir haben, dazu erzählt euch gleich Fabian noch ein bisschen mehr, einen performanten Scraper geschrieben, der sich von verschiedenen Nachrichtenseiten Artikel ziehen kann. Die haben wir dann gegen das Dataset geworfen. Ein kleines Problem war, dass uns keiner eine GPU schenken wollte oder so eine TPU, weil die so 2-3 Euro kosten. hat man vielleicht in Nachrichten gesehen. Aber auf jeden Fall haben wir das auf der CPU gemacht und konnten dann damit Classification, Tokenization, Entity Recognition und Linguistic Features filtern. Und weil das alles sehr abstrakt ist und viele von euch vielleicht sich nicht so viel darunter vorstellen können, haben wir das mal visualisiert, dank Spacy. Displacy. Und hier haben wir mal einen Titel genommen, ein relativ junges Report von den New York Times. Der Titel ist At War, Afghan War Casualty Report, November 16 to 22. Das ist jetzt was sehr Abstraktes und das Problem ist, wie Sie sich vielleicht vorstellen können, das sind Wörter, die wir vielleicht verstehen, aber das ist nicht unbedingt etwas, was ein Computer versteht. Dafür gibt es ja auch Programmiersprachen. Dieses tolle Diagramm zeigt jetzt die Dependency von jedem Wort auf ein anderes Wort und in dem Gesamtsatzkontext auf. Das sind die verschiedenen linguistischen Features halt. Und das Schöne ist jetzt, damit können wir nicht viel anfangen. Was wir aber machen können, ist, wir können Entities klassifizieren. Dafür haben wir auch das neuronale Netzwerk. Und dann kommt dann dieses Programm und macht dann das da. Diese ominösen Algorithmen suchen sich nämlich dann in dieses neurale Netzwerk raus und klassifizieren dann verschiedene Teile des Satzes. Zum Beispiel wurde jetzt erkannt, dass Afghan War Casualty Report ein Event ist und November 16 to 22 ein Date. Und darüber können wir dann die Bewertung eines Artikels machen, nämlich wir können uns die Objectivity und Sentiment angucken. Sentiment ist nämlich positiv, negativ und emotional behaftet. Und naja, damit mitteln wir halt dann unseren Wert. Jetzt kommen wir zum Core. Darüber erzählt euch jetzt Fabian was. Ja, Daniel hat ja gerade sehr schön erklärt, wie wir diese Dinge analysieren. Der Spaß ist, um die analysieren zu können, müssen wir sie erstmal in eine Datenbank runterladen, in einer Form, mit der wir die in ein anderes Programm reinstecken können, um das weiter zu verarbeiten. Das nennt sich dann Scraping. Dafür verwenden wir in erster Linie RSS-Feeds. RSS-Feeds kann man sich so vorstellen, dass jedes News-Outlet einen RSS-Feed anbietet, in dem dann eben einfach zu verarbeiten eine Liste von Artikeln sich befindet, die halt eben als zuletzt entschieden sind. Da steht dann zum Beispiel noch Metadaten drin, also der Titel des Artikels, dann eine kurze Zusammenfassung, der Autor und irgendwelche Tags, also beispielsweise jetzt Brexit ist ein sehr aktuelles Beispiel. Und damit können wir dann eben schon mal Metadaten
laden. Das Problem ist, wir brauchen für die Analyse den gesamten Text des Artikels, der ja mehrere hundert Wörter lang ist unter Umständen. Und das steht nicht in diesem RSS-Feed drin. Dafür laden wir dann das gesamte HTML dieser Seite, auf der der Artikel steht, runter und parsen das dann seitenabhängig in irgendeiner Art und Weise, dass wir dann am Ende nur noch Text haben, den wir verarbeiten können. Das müssen wir für jede Seite neu machen, da die alle anders aufgebaut sind. Also wir haben quasi für The Guardian einen eigenen Scraper, für die New York Times einen eigenen Scraper und so weiter und so weiter. Das bedeutet, es ist nicht ganz einfach. Diese ganzen Scraper haben wir in Go geschrieben, weil wir damit sehr schön parallel das machen können und das dadurch sehr performant wird. Also wir können in 5 Sekunden so ungefähr 300 Artikel runterladen und bei uns in die Datenbank platzieren. Ja. Und über die Verbindung zwischen dem NLP und dem Core erzählt jetzt Henning etwas. Genau, im Backend verwenden wir Python Django, das ist eine REST API und die verbindet eben den Core, den NLP und das Frontend. Und zum Frontend wird jetzt noch mehr erzählt. Ja, genau. Also das Frontend haben wir in React.js geschrieben und außerdem haben wir noch Material UI verwendet. Ja, es war jetzt erstmal ziemlich viel Input. Die meisten sind jetzt wahrscheinlich schon ausgestiegen. Deshalb hier jetzt nochmal eine kurze Zusammenfassung für all die, die jetzt nicht unbedingt die technischsten Hochleistungen erbringen. Also wie gesagt, der Core. Keine Sorge, ihr seid hier unter gleich. Passt alles. Also nee, also wir haben ja einmal den Core jetzt, wie schon erzählt wurde. Das ist einmal die ganze Webseite. Die müssen wir irgendwie erst mit dem Computer zu verstehen geben. Das heißt, es wird umgewandelt, dass wir nur noch den Text haben, den wir wirklich brauchen. Danach tun wir das dann ins Backend. Das bedeutet, da wird dann, oder vorher noch das NLS, also Natural Language Processing. Das heißt, da wird dann sozusagen nach Schlagwörtern gesucht, was ist wichtig. Bei Brexit zum Beispiel wäre das Wort Brexit das Schlagwort, damit wir das in Kategorien einteilen können. Das wird dann in die Datenbank gespeichert. Und dann zum Beispiel durch das Backend ans Frontend gegeben. Das heißt Frontend, damit das wirklich jeder schön lesen kann, alles schön sortiert nach Kategorien, wie objektiv, wie subjektiv das bewertet wurde. Und das ist, wie gesagt, wird alles vom Backend verbunden. Das war jetzt soweit unsere Präsentation. Wie gesagt, für Fragen würden wir noch zur Verfügung stehen, hauptsächlich eher, aber da werden wahrscheinlich die meisten. Also ja, danke für eure Aufmerksamkeit. Und dann gebe ich jetzt, glaube ich, mal wieder an die Moderatoren weiter. Oder